Hallo Modellbahn- und Elektronikfreunde, ich habe hier so ein Arnold-Lichtsignal auf dem Flohmarkt erstanden. Und bei diesen Lichtsignalen ist es so, das Licht wird hier über Lichtleiter übertragen. Man sieht es hier unten ist die Glühbirne. Ich habe das jetzt abgedeckt, damit es nicht so blendet. Also hier drunter ist die Birne. Und man sieht auch schon, hier ist noch rot, also eine rote Birne. Hier oben ist aber weiß, das heißt, diese weiße Glühbirne, da ist schon die Farbe teilweise abgeplatzt. Und dadurch, dass Glühbirnen ja sowieso eigentlich völlig out sind und auch nicht mehr eingesetzt werden sollten, habe ich überlegt, ich werde also dieses Lichtsignal mit LEDs ausstatten. Das heißt, ich werde hier unten diese Glühbirnen, die hier drauf sind, dann gegen LEDs austauschen. Vom Prinzip her sind diese Signale so aufgebaut, dass hier unten so ein Halter für die Lampen ist. Dieser hier, dieses weiße Teil, das kann man verschieben. Und hier an der Seite sind Löcher. Also hier zum Beispiel und dort. Und dahinter verbergen sich dann die Lichtleiter, sodass, wenn ich jetzt hier eine grüne Lampe zum Beispiel davor setze, dann leuchtet entsprechend hier das Signal eben grün an der entsprechenden Stelle. Man sieht hier übrigens auch den Lichtleiter, der hier hochgeht. Ja, so ist das Prinzip bei diesem Signal. Ist eigentlich ganz elegant gelöst. Und ich werde also hier diese Lampen gegen LEDs tauschen. Dazu ziehe ich das erstmal hier ab. Das Teil. Es geht etwas schwer, aber es geht schon. Und man sieht jetzt hier die Lampen, die sind da so reingedrückt. Und jetzt ist die Frage, welche Leuchtdioden ich dafür verwende. Und dazu mal ein paar Überlegungen. Bei der Auswahl der Leuchtdioden habe ich natürlich erstmal überlegt, hier normale 3 mm Leuchtdioden zu nehmen. Beziehungsweise Leuchtdiode, sogenannte Backlight-Leuchtdioden, die strahlen das Licht eher zur Seite ab, also hier zur Seite. Die haben aber alle den Nachteil, dass sie nicht besonders hell sind. Und der Lichtleiter ist da sehr dünn natürlich hier in so einem Signal, sodass ich letztendlich etwas hellere Leuchtdioden nehme und auch SMD-Bauformen bevorzuge, nämlich diese Bauform hier. Das sind Leuchtdioden, die, wenn man die auf die Platine setzt, strahlen die zur Seite ab. Also hier unten sind die Pins und hier ist die Leuchtdiode an sich. Und das hat den Vorteil, ich kann das dann nachher hier auf diesen Sockel kleben und die Leuchtdioden leuchten dann sozusagen direkt auf den Lichtleiter rauf. Und diese sind auch sehr hell. Ich will das gleich mal zeigen. Ich werde also jetzt mal hier diese Leuchtdiode anschließen und zeigen, wie das dann nachher im Signal hier aussieht. Hier habe ich jetzt die rote Leuchtdiode und wenn ich die jetzt hier mal auf den Lichtleiter setze, dann sieht man eigentlich schon jetzt ganz gut, wie das durchscheint, das Licht. Also die Intensität ist wirklich gut. Und wenn ich jetzt hier eben oben rangehe, ist sie eben da oben. Also das funktioniert wirklich gut. Also es ist sehr hell und ich habe also diese Bauform hier in allen drei Farben, rot, gelb und grün, sodass ich jetzt erstmal hier die Lampen rausnehme und dort versuche, die Leuchtdioden irgendwie zu fixieren. Die müssen natürlich nachher an der entsprechenden Stelle hier sein, damit nachher die Lampen hier entsprechend richtig auch angezeigt werden, also die Farben. Und das werde ich jetzt einfach mal ausprobieren. Ich habe jetzt hier die Leuchtdioden raufgeklebt und zwar mit einem Sekundenkleber, also wirklich nur einen ganz kleinen Tropfen. So sieht es jetzt also aus. Und ich schalte mal ein. In dem Fall ist es jetzt rot und grün. Auf der einen Seite ist rot, auf der anderen Seite ist grün. Und jetzt muss ich das natürlich entsprechend hier auf den Signalfuß raufschieben. Und zwar war rot jetzt hier vorne, wenn ich mich nicht irre. Ich schiebe das jetzt mal hier rauf. Und zwar natürlich so weit, dass nachher der Lichtleiter dort durchscheint. Und wie man sieht, habe ich jetzt Rot und Grün. Also so kann man das machen. Was natürlich jetzt noch fehlt, ist der Gelbe, nämlich unten rechts. Und da ist es so, wenn ich jetzt die Leuchtdiode dort aufklebe, dann würde die nicht zum Lichtleiter mehr, also den würde er nicht treffen. Das heißt, ich muss erstmal hier noch ein Stück Kunststoff aufkleben.
Und erst dann kann ich die gelbe Leuchtdiode darauf dann aufkleben und dann sollte das eigentlich auch funktionieren. Das werde ich jetzt tun. Um jetzt hier den genauen Abstand auszumessen, wo jetzt hier diese gelbe Leuchtdiode hinkommt, habe ich Folgendes gemacht. Ich habe den Fuß hier raufgeschoben und sodass also hier jetzt grün leuchtet und das heißt, der Fuß ist jetzt in der richtigen Position und wenn ich jetzt hier mal mit der gelben raufgehe, mit der Leuchtdiode an den Lichtleiter, dann sollte irgendwo auch gelb leuchten, da. Und dann kann ich genau sehen, wo hier die hin muss, also in diesem Abstand irgendwie 2 mm oder was es ist, dann leuchtet da auch gelb durch. Das heißt, ich brauche jetzt ein 2 mm Kunststoffstück und dann klebe ich dort auch die gelbe Leuchtdiode dann drauf. Auch die gelbe Leuchtdiode habe ich jetzt hier angeklebt, wie man sieht. Ich habe auch noch ein bisschen das geschmolzen mit dem Lötkolben, dass es ein bisschen besser zusammenhält. Das ist alles sehr, sehr wackelig. Also da, vielleicht gibt es auch noch eine andere Möglichkeit, beim anderen Kleber das zu machen. Aber es hält erstmal so und ich habe jetzt hier grün und gelb mal angeschlossen und werde mal einschalten. Und man sieht, ich habe also jetzt grün-gelb, funktioniert also sehr gut. Und wenn ich jetzt den roten dazu packe natürlich, dann ist der rote auch noch da. Also so kann man hier so ein Signal auf LEDs umbauen. Nach einigen Versuchen hier mit den geklebten Leuchtdioden habe ich mich jetzt entschlossen, das doch nicht zu kleben, weil es teilweise nicht hält, zumindest mit Sekundenkleber nicht so wirklich. Und habe jetzt eine andere Lösung hier, und zwar habe ich die an die Leuchtdioden Draht angelötet. Hier. Und dann durch die Löcher hier gezogen von diesem Sockel. Und die dann somit so befestigt. Das wirkt auch noch relativ wackelig, aber die können nicht abfallen. Man kann sie auch noch mal ein bisschen justieren, wenn man diesen Sockel hier auf den Signalfuß schiebt. Was ich auch noch gemacht habe, ich habe die Anoden hier zusammengelötet, das ist der violette und auch die einzelnen Farben. Und damit das Ganze jetzt nicht zu sehr hier auseinandergezogen wird, wenn man dran dann zieht, habe ich noch so ein Plättchen hier vorbereitet. Und das kann ich jetzt hier mit raufschieben. Jetzt muss ich erstmal gucken, welche Richtung das war. Ich glaube so. So. Und dann, ich werde das erstmal zusammenschieben und dann geht es gleich weiter. Moment. Ich habe jetzt hier diese Platte mal rübergezogen, sodass jetzt auch die Litze einigermaßen fest ist. Die Leuchtdioden, wie gesagt, kann man ja noch ausrichten. Und jetzt kann ich die ganze Geschichte im Prinzip auf den Fuß hier schieben. Und zwar richtig rum natürlich. Man kann jetzt auch noch die Dioden so ein bisschen biegen. Das ist eigentlich ganz praktisch. Und dann müsste es eigentlich so in der Position in etwa eigentlich ganz gut passen. Und wenn ich, ja, jetzt werde ich nochmal einen Funktionstest machen. Ich habe hier an den Enden nochmal Widerstände angelötet, damit ich das gesamte Signal jetzt mit 12 Volt betreiben kann. Und jetzt kommt nochmal ein Funktionstest. So, hier ist der Funktionstest. Ich habe also jetzt hier das Signal. Man sieht hier unten auch, also hier links, die grüne Leuchtdiode im Moment leuchten. Das leuchtet auch am Signal. Wenn ich jetzt hier die gelbe mal dazu anschließe, dann leuchtet die gelbe. Moment, hält hier nicht. Und natürlich die rote. Die sollte natürlich auch funktionieren. Man sieht, die rote ist auch am hellsten im Moment. Dann funktioniert es eben so ganz gut. Also das Signal funktioniert wieder jetzt mit Leuchtdioden. Wird ganz schön hell hier auf der Rückseite. Aber so kann man eben so ein Signal umbauen mit LEDs. Ich habe noch mal kurz den Plan, wie ich das jetzt da verdrahtet habe hier. Und auch nochmal die Bezeichnung der Leuchtdioden. Also so sieht es im Moment aus, also ohne die Transistoren. Ich habe also hier die gemeinsame Anode, habe die zusammengefügt und habe hier für die entsprechenden Farben unterschiedliche Widerstände genommen. Es hängt immer davon ab natürlich, wie hoch die Durchlassspannung ist und der Strom, der durch Leuchtdioden fließt. Da bin ich also jetzt hier bei Rot bei 560 Ohm, Gelb 1,5 Kilo und Grün 330 Ohm. Und ich habe verwendet von Osram, glaube ich, sind es welche, sogenannte Side-LEDs, also die zur Seite schauen, LSA 67, einmal rot, gelb, grün.
Die gibt es auch irgendwo im Handel, kann man die erwerben, falls man das mal nachbauen will. Die sind eigentlich ganz gut, diese LEDs dafür geeignet. Also so sieht es hier im Moment aus von der Schaltung, so wie ich es jetzt hier auch im Signal hier verwirklicht habe. Ja, das war mal wieder so ein kleiner Umbau hier, in dem Fall eines kleinen N-Signals von Arnold auf LED-Beleuchtung. Ich wünsche weiterhin viel Spaß und tschüss.